Tontest machen? 1, 2, 3, Test, Test. Wo sind die Aliens, die jetzt endlich kommen? Roswell, wo seid ihr? Holt mich! Und damit herzlich willkommen, liebe Freunde, zu Korrekt oder weg das? Mit Tisch! Heute mit den Heute-Show-Stars! Lutz van der Horst! Und Fabian Köstner! Ja! Bewerbt euch, ich mache jetzt das Benny-Megafon. Bewerbt euch in den Kommentaren als Wildcarder, Wildcarderin. Schreibt rein, wieso, weshalb ihr gerade hier sitzen wollt. Und was ist euer Lieblingsholz? Schreibt rein. Daumen nach oben nicht vergessen, Kanal abonnieren. Bevor wir loslegen, gibt's einen Kommentar aus der Folge mit Marie, Agnes, Strack, Zimmermann, Maschs, wie ich sie nenne. Da hat Dalumat. Maschallah. Da hat Dalumat 344 geschrieben. Ladet mal Philipp Amthor für das Format ein. Ja, Philipp, können wir gerne machen. Komm zu uns. Okay, wenn das bei dir so Glücksgefühle auslöst. Du sagst, aber vielleicht könnt ihr ja den Kontakt herstellen. Können wir gerne machen, ja. Schreibt mal, wenn ihr im Zug trefft oder so. Oder wie sollten wir den im Zug treffen? Das ist ja völlig unwahrscheinlich. Das ist eine Scheiße. So, also, gerne schreibt natürlich weitere Promis in die Kommentare, die wir mal einladen sollen. So, seid ihr bereit? Ja. Wir sind quasi Kollegen. Wir sind Öffi-Kollegen. Wir sind eins. WWW. Los geht's! Welches ist der fünfte Monat in einem Kalenderjahr? Mai. Du! Zu welcher Hunderasse gehört Kommissar Rex? Schäferhund. Wie heißt der blauhaarige beste Freund von Bart Simpson? Milhouse. Macht man jemanden sehr wütend, so bringt man ihn redensartlich auf welches tropische Gewächs? Palme. Unter welchem Spitznamen ist der Dortmunder Kürşat Yıldırım bekannt, der seit seinem Millionen-Lottogewinn unentwegt von der Bild gefeatured wird? Chico. Wo hinein wird die Hexe im Märchen Hänsel und Gretel geschubst? In den Ofen. Was ergibt 15 plus 27? 42. Von welchem US-Bundesstaat ist Honolulu die Hauptstadt? Hawaii. Die Filmindustrie welches Landes bezeichnet man als Bollywood? Indien. Die Landeshauptstadt welches Bundeslandes ist Dresden? Scheiße. Das war natürlich Sachsen. Ja, ausgerechnet Sachsen, ja, unser Lieblingsbundesland. Oh Mann. Ja, scheiße. Tja, bin ich jetzt maßlos enttäuscht. Ich auch, von mir. Weil ich muss es jetzt enttäuscht. Ja. Hast du irgendwie eine Allergie? Unverträglichkeit? Nein. Okay, gut. Kotzt du schnell? Nee. Wir werden es sehen. Okay. Lasst euch überraschen. Dann in die Richtung, zu dem Mann in okay, Leberwurstfarben. Ist ein helles Hemd angezogen. Verratet ihr mir, was drin ist? Nein, ist alles gesund und vegan. Boah, genau. Das riecht aber echt scheiße, Leute. Das kommt aus der HR-Kantine. Ich finde es gut. Ich sehe es. Wieso es? Okay. Nein. Das ist schlimmer als ich erwartet. Applaus für den Mut. Oh. Ich habe keine Angst. Ist das wirklich so schlimm? Fabian, wie sieht es bei dir aus? Hast du einen entspannten Magen oder musst du dich schnell übergeben, wenn du nur ein Eis oder eine Schokoladenriegel ankochst? Ein Eis und Schokoladenriegel geht. Was geht nicht? Salat? Salat? Nee, aber. Ihr seid ja Kollegen, heute schon Kollegen. Seid ihr auch gemeinsam in der Mittagspause mal unterwegs und esst mal was zusammen? Oder? Ja, tatsächlich wollen wir gleich zusammen essen gehen. Du wirst lachen. Okay. Oh, was gibt's? Was gibt's? Oh, wir wollten zum Vietnamesen und eine Pho essen und fragen uns aber bis heute, wie es richtig ausgesprochen wird. Pho. Nee, ich glaube nicht. Nee, Pho ist doch ein. Pho. Es ist irgendwie Pho, nicht. Legt man doch bei der Bank an, oder? Welchen Beruf übt Al Bundy in der Serie Eine schrecklich nette Familie aus? Schuhverkäufer. Welche bayerische Spezialität wird beim Verzehr gern gezuzelt? Weißwurst. Wie lautet die grundlegende Vorfahrtsregel in Deutschland? Links vor, rechts vor links. Knapp. Knapp. Im klassischen Alphabet unterscheidet man zwischen Vokalen und Konsonanten. Welcher Vokal ist der dritte, der in unserem Alphabet vorkommt? I. Gehört die Klarinette zu den Blech- oder den Holzblasinstrumenten? Blech.
Komplett falsch. Weißmann. War ganz kurz. Thaddäus Tentakel hat ja auch eine Klarinette. Ja, ist Holz. Und die ist aus Blech. Die sieht echt blechig aus. Oder? Das Bild hatte ich gerade im Kopf. Ja, ich auch. Sieht blechig aus. Als würde ich mich richtig mit klassischer Musik beschäftigen. Ist ja klar. Ja, gut. Dann wird's so sein. Fabian, oder wie ich nenne, Fabi. Einfach mal rein. Das sieht super aus. Ja, okay. Ach, das Mund ist super toll. Das schmeckt mir. Hast du einen Spitznamen? Lutz nennt mich immer Fapsi. Ja. Fapsi. Und du, Lutz? Von daher würde ich sagen, nein. Ich habe keinen, ich finde es echt schade, weil du hast keinen Spitznamen für mich. Warum magst du mich nicht? Doch, Lutzi kann man auch sagen. Ja, Lutzi. Lutzi oder der Alte. Der Alte. Genau. Zwei ARD-Vorabendserien übrigens. Weiter. Der Nachgeschmack war ekelhaft. In welcher deutschen Millionenstadt nutzt man die Verkehrsmittel der BVG? Berlin. Unter welchem schottischen Begriff ist der Schottenrock bekannt? Kilt. Mit welcher Boyband feierte Nick Carter in den 90er Jahren große Erfolge? NSYNC. Ja, du Zulis! Backstreet Boys? Ja, klar, Mann! Ach, echt? Ja, klar. Ich O-Ton. Jetzt hast du mir so gar nicht gesehen, wie du dich da... Zeit für ein bisschen Promo. Also, heute Show Spezial am 25. August. Thema Zucker. Ja! Krankheit Nummer 1. Ihr habt Benni als Betroffenen eingeladen. Genau. Weil in Wien fließt Salted Caramel und deswegen bin ich natürlich dann betroffen. Ihr habt euch Dinger im Abend, ne? Ja, erzählt, was genau. Ihr. Ja, genau. Und da wird jetzt ständig gemessen, der Zuckerspiegel. Wir sind gechippt worden. Wir sind gechippt worden. Regierung! Okay, und hat's wehgetan, dieses Ding in sich reinwemsen zu lassen, oder war okay? Es war okay. Es war okay. Vollnarkose? So scheiße. Also das ist ein Chip, der misst was genau, der Zucker, wie viel Zucker? Wenn ein Zuckerblutwert, Blutzuckerwert. Wenn du den Schokoriegel isst, dann schlägt's aus. Kann man damit auch zahlen, wenn man dann irgendwie bei Rewe an der Kasse steht? Muss man mal versuchen, ne? Ich zahle mit meinen Zuckerwerten. Frisch aufgeladen. Okay, also es ist ein Thema in der Heute Show Spezial. Was habt ihr dann noch so gemacht? Wo seid ihr gewesen? Ihr habt doch sicherlich Leute besucht, die zum Thema Zucker was sagen konnten, oder? Ja, klar. Dann fahren wir nochmal raus. Mach den Leuten mal den Mund westlich. Also, wen werden wir da wohl interviewt haben? Den Meister. Der liebt ja Nussschokolade, ne? Ja. Der Herr Lauterbach. Ich esse sehr viel Schokolade. Ja, Herr Lauterbach. Herr Klabauterbach, genau, das ist richtig. Und was noch? Mach uns mal ein bisschen mundfestlich. Wir waren auf der Süßwarenmesse. Oh, das war sehr geil. Da war ich. Das war geil. Los. Von welchem Ex-Kanzler stammt das Zitat "Willen braucht man" und Zigaretten? Helmut Schmidt. Boah! Arno Dübel. Was für ein Tier ist Hein Blöd aus der Captain Blaubeer-Reihe? Ist eine Ratte. Was? Boah, krass. Welches ist das einzige Metall, das bei Raumtemperatur flüssig ist? Quecksilber. An welchem Instrument findet man Hi-Hat und Toms? Hä? Hi-Hat und Tom-Tom. Was ist das? Navigationsgeräte. Ach so. Ich habe jetzt auch an so Kinderfiguren gedacht. Aber war das richtig von mir? Nein, Schlagzeug. Schlagzeug. Das musst du als Musikfan wissen. Irgendwelchen Gründen werde ich hier aus der Sendung gekegelt. Ich weiß noch nicht, warum ich jetzt aber raus. Project Bluebeam. Ihr beide trefft ja viele Politiker und seid auf vielen Demos und sowas. Sehr gute Überleitung. Privatfragen. Muss man sich, könnt ihr auf diesen Demos einfach jeden anlabern oder müsst ihr euch nicht was ausfüllen, das ausgestrahlt werden darf? Weil da würden doch voll viele Volltrottel sagen, ich möchte nicht, dass ich im Fernsehen laufe. Naja, also der Vorteil ist ja, man ist ja bei einer Demo auf einer öffentlichen Veranstaltung und da ist das natürlich möglich, Leute zu interviewen. Auf jeden Fall. Aber man fragt dann schon, dürfen wir das ausstrahlen? Ach, das heißt, alles, was man sieht, dann, die wollten dann auch das ausgestrahlt. Strahl aus! Oder was? Auf jeden Fall. Wie heißt in der deutschen Fußball-Bundesliga die Auszeichnung, die der Spieler mit den meisten Toren in einer Saison erhält? Torjägerkanone. Okay. Wie viel Liter sind 2000 Milliliter? 2000. So ein Quatsch! Das ist ja totaler Unsinn! Das kann doch nicht sein! Oh.
Was ist die richtige Antwort? 200? 2. Ja, hätte ich auch gesagt. Und wie ist Olli Welke so? Super. Super nett. Ja? Der netteste Mensch auf dem Planeten. Ja, ich liebe Ironie und. Ja, das war keine Ironie. Nee, ich würde dich gerne mal einladen. Das war eine Lüge. Nein, ich würde Olli Welke auch gerne mal hier am Quiztisch sitzen sehen. Ja. In welchem Alfred Hitchcock-Klassiker treibt Norman Bates sein Unwesen? Psycho. Welcher zweiteilige Badeanzug ist nach einem Atoll im Pazifik benannt? Bikini. Aus der Küche welches Landes stammt die Fischsuppe Bouillabaisse? Frankreich. Der Titel Kaiser leitet sich vom Namen welches römischen Herrschers ab? Kaiser Franz. Cäsar. Ja. Also wirklich, ich zweifle an dir. Kaiser ist Cäsar? Ja. Da kommt auch der Salat her. Mit wie vielen Aposteln feiert Jesus in der Bibel das Abendmahl? 12. Von welchem fiktiven Planeten stammt Superman? Keine Ahnung, Dresden. Richtig. Oh, warte, ich weiß das. K, nee. Krypton. Ah, Mann! Ich spiele wieder Theater, liebe Freunde. Waldbühne Bochum bin ich zu sehen als Wojciech. Am 8. Oktober 2024 geht's los. Bis dann bin ich raus. Ciao, Freunde. Was ein Scheiß. So, Promoslot. Heute Show Spezial. Eine Woche später, am 1. Dezember. Thema Wohnen, Mieten und Bauen. Ja. Ihr seid im Bundestag unterwegs, redet mit Mietern und packt auf den Bau. Benni, ey. Und packt auf den Bau mit an. Ja. Lutz, ich möchte mich nicht antworten. Das Problem ein bisschen an der Nummer ist, dass wir ja noch drehen gerade. Ich kann noch gar nicht alles erzählen. Aber was habt ihr bisher schon getan, außer... Oh, das kann ich dir. Wir waren im Bundestag, erzählen. Haben auf den Bau mit angepackt. Genau. Es geht um Mieten, Bauen, Wohnen. Genau. Okay, ja, da freuen wir uns drauf. Dieser Platz. Von welchem fiktiven Planeten stammt Alf? Keine Ahnung. Ha! Alf. Melmark. Melmark. Das macht man doch in Spaghetti Bolognese. Ja, dann Prost, ne? Sauber! I'm proud of you. Was machst du denn, wenn du jetzt mal drehfrei hast? Und du hast mal frei. Drehfrei, da kann ich mich gar nicht so erinnern. So, und was machst du denn dann in deiner Freizeit? Den Hodensack in kaltes Wasser hängen. Baden oder so? Ja, ich bade viel. Mhm. Woher weißt du das? Hast du mich beobachtet? Ich wohne gegenüber. Okay. Und ja? Ja, irgendwie Städtetrips, essen gehen, Kino. Ja. Mit wem sang Sarah Brightman 1996 Time to Say Goodbye im Duett? Luciano Pavarotti. Ich weiß es. Nee, der andere. Andrea Bocelli. Ja. Oh, den meinst du doch! Trink! Scheiße! Trinkt! Oh, du bist raus. Ja, stimmt. Jetzt ist es nur noch zu Null. Wir beide. Oh mein Gott. So, liebe Freunde, ich treffe mich jetzt auf einen Kaffee mit Jochen Busse und wünsche euch noch einen schönen Tag. Ciao. Und damit stehen Lutz van der Horst und Fabian Köster im großen Finale und sie spielen entweder oder! Ich bin oder war eine RTL2-Sendung. Armes Deutschland, stempeln oder abrackern? Ja. Korrekt, meine ich, korrekt. Berlin Tag und Nacht. Korrekt. Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands. Nein. Naked Attraction. Dating hautnah. Korrekt. Habe ich aber nie gesehen, natürlich. Sarah und Pietro bauen ein Haus. Ja. Tolle Sendung. Passt doch zu eurem nächsten Themenpunkt, oder? Ja, stimmt. Fragen, sollen wir Kontakt herstellen? Ja, sollen wir Kontakt herstellen? Das wäre echt gut. Gute Idee. Das literarische Quartett. Nein. Bella Italia, Camping auf Deutsch. Ja. Action News. Ja. Mein alter Neuer. Nein. Nachtschicht, Einsatz für die Lebensretter.
Nein. Aber vorher, weißt du, wer das Amt ist? Der Ring. Riesenklopf für Fabian Köster! Und damit geht die goldene Tischplatte an Lutz van der Horst! Ja! Niemand kennt RTL 2 so gut wie ich. Ja! Mama, guck zu! Schaltet natürlich eure Spezials ein. Heute schon Spezial. Am 25. August Thema Zucker, die Volkskrankheit Nummer 1. Und am 1. September, direkt eine Woche später, Thema Wohnen, Mieten, Bauen. Da schaue ich rein und ihr hoffentlich auch. Denn öffentlich-rechtliches Programm muss unterstützt werden. Ja. Gebühren! 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 Wir gehen in die Endcard. Sehr sympathisch. So, oben gibt's Video von Mr. Wissen to Go. Könnte die AfD verboten werden? Und unten gibt's die letzte Folge von Korrekt oder weg das? Mit Tschüss!